Folgende Referentin ist diplomierte Kommunikationsdesignerin, Bachelor of Arts in Museologie und europäische Ethnologie und Dozentin im Comiczeichnen. Und heute spricht sie über Sichtungen und Entführungen der Bronzezeit auf Felsbildern Skandinaviens. Einen großen Applaus für Ricarda A. Truchsess. Ganz im Ernst, ich habe jetzt hier vorne gestanden und dachte mir so, okay, ich muss meinen Vortrag umschreiben, weil ich alles das rausgestrichen habe, was der Vorgänger gerade erzählt hat. Das heißt, das kann man durchaus, da kann man sich einiges merken. Also was die Rinnenkreisgrabenanlagen angeht, was die Energie angeht, das habe ich nämlich auch alles gefunden an den Felsen, an denen ich gewesen bin. Und es geht da auch um eine Zeit, um die es da geht. Das ist sehr interessant. Also, auch wenn der Kaffee heute kaputt war, ich fange mal an. Ich beschäftige mich in diesem Referat mit schwedischen Felsbildern, den sogenannten Hellresningar, die der Bronzezeit zugeschrieben werden. Im Norden, eine Zeit so ungefähr zwischen 2000 und 800 vor Christus. Und der Beginn dieser Produktionskultur fällt allerdings in eine wesentlich frühere Zeit. Also wenn ich von Bronzezeit spreche, ist das eigentlich von 4000 bis 200 nach Christus. Im richtigen Leben, ich sage das jetzt mal so, im richtigen Leben habe ich Design gelernt. Da würde man jetzt eher erwarten, dass man so mit netten Dingen zu tun hat. Ich habe allerdings eher mit Metaerzählungen zu tun. Ich mache das im Comiczeichnen auch. Das heißt, wenn man Felsbildforschung macht, muss man vom Kleinen ins Große und vom Großen wieder ins Kleine. Das heißt, ich habe hier mal ein Detail gezeigt. Das ist das, was man so in den Büchern sieht. Aber eigentlich sieht das so aus, dass es erschlägt einen fast. Alles steht in einem Kontext. Ich habe also in meiner akademischen Laufbahn sehr viele Vorbehalte mitbekommen, nicht nur was die Präastronautik oder die Ufologie betrifft, sondern ich habe gemerkt, dass alles hinter verschlossenen Türen stattfindet. Also Spukphänomene, ich habe sehr viel mit Anomalistik zu tun gehabt, sehr viel mit paranormalen Phänomenen. Spuk im Museum ist echt ein Thema. Ich habe aber auch mitbekommen, dass da eine sehr große Offenheit ist, auch in der Ufologie, für die Ufologie, was die europäische Ethnologie angeht. Wir haben da sehr viele Narrative. Und so ein Schlüsselmoment war der Kommiliton aus China, mit dem ich mal vor einem Dozentenzimmer gewartet habe. Und dann hat er mir sein UFO-Erlebnis erzählt. Und ich dachte so, ouch. Also es gibt Skepsis. Aber wenn wir über Felsbilder reden, reden wir über einen Wissensspeicher. Das ist keine Kunst. Das sind Erzählungen. Das sind Leute, die kannten keine Texte. Das sind Texte, nicht Kunst im heutigen Sinne. Das darf man nicht vergessen. Und das sind Wissensspeicher. Das muss ich also voranschließen. Als ich zum ersten Mal vor so einer Infotafel der bronzezeitlichen Felsbilder stand, las ich dort sowas. Das sind Szenen aus dem religiösen Leben. Okay, dachte ich, das passt nicht. Wieso passt das nicht? Ich hatte gerade Lavanne Mortineau gelesen, die Sprache der Steine, und da war Religion definitiv nicht der Punkt. Mortineau hat 30 Jahre Recherche mit Felsbildern zu tun gehabt in Nordamerika, ist bei Indianern aufgewachsen, hat im Koreakrieg als Kryptologe gearbeitet. Der sieht das alles ein bisschen anders und sagt, das geht um Jagd, um Krieg, um Ritual, klar, aber eben um alles. Es geht um alles. Und unser alltägliches Leben besteht ja nicht nur aus Religion. Aber ich habe mich halt gefragt, warum? Warum passt das nicht? Mortineau weist darauf hin, dass bestimmte Bilder bei den Indianern Ziegen zum Beispiel überhaupt keine Ziegen darstellen, sondern richtungsweisende Eigenschaftswörter bedeuten. Also da muss man sich mal in die Grammatik reindenken. Die Indianer halten keine Ziegen, darum eignen sie sich als Richtungsgeber. Das heißt, rennt die Ziege mit vier Beinen, ist sie schnell, rennt sie mit zwei Beinen, ist sie langsam. Hat sie nur ein Bein, dann steht da irgendwas. Ist sie dick, dann ist es fruchtbar. Ist sie dünn, ist es weniger fruchtbar. So, ja.
So, jetzt ist es aber so, dass gerade diese Felsbilder in Schweden und auch die Bilder in Valkamonica sehr ähnlich sind. Martineau hat ein Valkamonica-Felsbild entschlüsselt mit seiner Methode. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann denn das sein, dass irgendwie 1500 nach Christus in Amerika und 2000 vor Christus in Europa, wie geht das? Passt irgendwie nicht. Wie ist das wissenschaftlich irgendwie in ein Ding zu kriegen? Zu Felsbildern in Schweden. Fakt ist, die schwedischen Felsbilder unterscheiden sich erstens, nur hier gibt es richtig internationale Zeichen. Es gibt Bilder, die sind exakt so am Baikalsee zu finden in Russland, hier rechts unten, oder im Malta im Kaukasus, in Palästina, in China. China ist hier unten Mitte, diese Figur. Ich habe die gefunden auf einer 400 vor Christus Jahre alten Bronze, einem Bronzegefäß. Irland, Schottland, Valkamonica, Amerika. Das ist eine ganz, ganz lange Liste. Man fragt sich ernsthaft, ob die Schweden ein prähistorischer Tourismusmagnet waren oder ob die Schweden einfach Weltreisende waren. Also wer hat hier wen kopiert? Das ist die große Frage. Und was hat das jetzt mit Religion zu tun? Waren die Missionare oder so? So, zweitens, 95% der Bilder sind nach Südosten und Süd-Südosten ausgerichtet. Diese Ausrichtung sorgt dafür, dass man diese Bilder nur bei Sonnenuntergang eigentlich sehen kann. Wir haben also keinen Sonnenkult, wie es gern behauptet wird, sondern einen Sonnenuntergangskult. Wichtig war der Sonnenuntergang. Drittens, am Fuß dieser Bilder finden sich regelmäßig Reste von sogenannten vermeintlichen Kulthandlungen. Ich würde heute Party dazu sagen, inklusive Schwitzhütten und Saunaresten. Viertens, nicht ganz so exklusiv, alles liegt am Wasser. Irgendwie hat alles mit Wasser zu tun. Und Wasser ist auch hier wichtig, weil da sind auch die Bestattungen, Wasser hinterlässt Spuren und so weiter. Nicht geklärt ist das Bildprogramm selber. Die Archäologen sagen, wir werden diese Bilder niemals entschlüsseln können. Schön, gut, super. Ich versuche es trotzdem, wenn Sie dennoch sehr genau wissen wollen, dass es sich um religiöse Darstellungen handelt. Ich habe mich also gefragt, wo kommt dieses kultische Zeugs eigentlich her? Kultische Bilder haben, und das weiß ich aus der Religionsforschung, aus der kulturwissenschaftlichen Religionsforschung, die seit 2010 war, dass man Religion gar nicht definieren kann, bedeutet, dass Bilder eines Typs sich immer wieder wiederholen. Das haben wir da aber nicht. Und zwar überhaupt nicht. Das heißt, das sind Einzelstücke. Das hat nichts mit Religion zu tun. Das kann, das muss aber nicht. Wenn es kein Kult ist, was ist es dann? Ich habe die Schweden dann gefragt, die sagten Lise Almgren. Das ist von 1930, also allerneuester Forschungsstand. Und dieser Mann hat typologisch gearbeitet. Er war Archäologe, ist nach wie vor State of the Art. Und ich bin im falschen Fenster, oder? Und bei Almgren findet sich dann der typologische Vergleich über die Schiffe. Das sind Kultschiffe. Ja? Und dann hat er angefangen, Kultschiffe weltweit zu untersuchen, aus anderen Kulturen, aus anderen Zeiten, alles zusammengeschmissen. Das ist aber ein Missverständnis. Da gibt es viele Missverständnisse. Es gibt zum Beispiel die schöne Aussage, Thor, das ist der mit der Axt. Moment mal, ich habe die Edda gelesen, der hatte einen Hammer, der hieß Mjölnir. Was ist jetzt mit der Thors-Axt? Da gibt es tatsächlich eine Legende, es gibt Äxte in Schweden, die sind dem Thor geweiht und die sind heilig, die sind wunderkräftig. Und auf einem so einem heidnischen Kultort ist tatsächlich eine St. Olafskirche gebaut worden, der mit der St. Olafs-Axt gezeigt worden ist. Und seitdem ist Thor der Typ mit der Axt. Das ist ein kleines Missverständnis. Ja? Darum geht es nicht. Wir haben im oberen, das ist das Bild Fossum, Axtleute, Krieger und vermutlich einen Händler, die sich in den Territorialkampf liefern. Das ist kein kosmisches Phänomen, wie gern behauptet, das sind Nebrio. Aber wenn wir schon dabei sind, ja, Füße sind meines Erachtens nach auch keine unsichtbaren Götter. Die stehen ikonisch für sich selbst, also die ikonischen Götterbilder, wie wir sie aus Indien kennen. Die hier haben Vorläufer und Parallelen in Tiersporen. Das heißt, wir haben hier einen Erzählkontext, der heißt, da kommt jemand, da geht jemand, da bleibt jemand, da wandert jemand. Das Radkreuz, das ist die Sammlung hier unten links.
ist nach dieser Logik auch eher kein Sonnensymbol, kein UFO. Es ist ein Ort, der eine Richtung anzeigt. Es ist wahrscheinlich eher sowas wie Handelsort, Tauschort. Aus dem Sumerischen kennen wir das Zeichen, da steht es für Schaf. Was ist das Schaf? Das Schaf ist ein Handelsgut. Das ist Währung. Ja? Wir haben die Schiffsdarstellungen und ich bin damit jetzt nicht alleine, auch das gibt es in der Wissenschaft. Das Schiff steht nicht für das Wort Schiff, das steht für das Wort Reise, Transport. Die Striche oben drauf, das sind Zählzeichen. Also über diese Lesart muss man mal anders vorgehen und dann kann man vielleicht irgendwann dieses Ding knacken. Was aber Martineau bedeutsam für diese Interpretation macht, oder überhaupt für die Interpretation macht, ist die Hinweise auf die Bedeutung von Felsstruktur als Bildsegment selber. Löcher, Risse, Schaden, Verfärbungen oder Wasserspuren sind Teil der Erzählung. Das heißt, was ich hier umgezeichnet habe, ich habe Rücksicht genommen auf die Wasserspuren, ich habe Rücksicht genommen auf die Risse. Das wird in den normalen Umzeichnungen nicht gemacht, auch wenn die vorne und hinten ein bisschen schief sind. Wenn man da näher lang geht, das sind Reise- und Erlebnisberichte. Es müssen Reise- und Erlebnisberichte sein. Trotzdem hinkt das mit dem amerikanischen Vergleich. Wie kriege ich das zusammen? Ich habe es zusammengekriegt. Den Indianer Nordamerikas, was haben sie gemacht? Feldbau. Sie waren halb sesshaft und sie haben so ein paar Dinge erlebt. Ich habe eine Kultur gefunden, die kaum bekannt ist, wenn man nichts über die weiß, ist datiert von 6000 bis 2000 vor Christus, nennt sich die Grübchenkeramische Kultur. In der DDR hieß das Waldneolithikum und über einen Text von 1980 aus Leipzig bin ich da überhaupt drauf gekommen. Die waren sesshaft, aber sie haben nicht vom Ackerbau gelebt. Das war ganz interessant. Die hatten einen starken Bezug zu Hunden und sie sind vertrieben worden, mehr oder weniger, hatten Kontakte mit den sogenannten Bootaxtleuten. Bootaxtleute, das sind die Schnurkeramiker, die wir vom Kontinent runter kennen. Das hat da ein Niedermetzeln gegeben. In den dänischen Geschichtsbüchern steht, da kamen dann die Schnurkeramiker und haben sich mal benommen wie eine offene Hose. Das ist archäologisch nachgewiesen. So, 2000 nach Christus, man hat sich immer gefragt, warum sind die weg? Ja, da war der Schelf hoch genug, das Wasser war weg, die konnten nicht mehr Boot fahren. Die Lebensgrundlage war weg, die sind nach Dänemark abgehauen und just in dieser Zeit existieren plötzlich Bilder auch in Dänemark. Die Verteilung dieser grübchenkeramischen Kultur deckt sich maßgeblich mit den Felsbildzeichnungen. So, das heißt, ich kann mal ganz grob fahrlässig davon ausgehen, dass beide Kulturen, also dass die grübchenkeramische Kultur die Ursache ist eigentlich für diese Felsbilder. Das sind wie gesagt Leute gewesen, die nicht indogermanisch gesprochen haben. Wenn man sich das vorstellen will, so, das ist so ein Beispiel von Levi Strauss, der böse Mensch tötete das arme Kind. Das wäre indogermanisch. In allen anderen Sprachen würde das heißen, das Böse des Menschen tötete das Arme des Kindes. Das wird alles umschrieben, deswegen ist die Grammatik da nahe drin. So, das passt jetzt alles irgendwie wunderbar, aber nicht in die Almgren-Typologie, die von der Bronzezeit spricht. Das ist alles älter. Und nachgewiesen ist das durch dieses Bild hier. Der Kreis zeigt eine Lanzenspitze. Das Ding ist mit Laser vermessen worden und diese Laservermessung hat gezeigt, dass diese Lanzenspitze, die man jetzt sieht, die jüngste ist. Und die ist von 2600 vor Christus. Das sind drei Lanzenspitzen weiter drunter. Man geht also davon aus, dass dieses Bild von 4000 bis 4500 vor Christus ist. Das ist keine Bronzezeit. Und dieses Männchen, das diesen Speer in der Hand hält, ist über einige Bilder drüber geklopft. Das heißt, das Bild ist nicht aus der Bronzezeit, das ist älter. Das ist in der Bronzezeit ergänzt worden. Man weiß das über die Typologie der Äxte, der Schwerter, die stammen tatsächlich aus der Bronzezeit. Aber das heißt, diese Pitetware Culture, die grübchenkeramische Kultur, kann hier tatsächlich Urheber sein. Ja, aber warum haben sie es produziert? Es sind immer wieder Schiffe, die sagen, wir waren auf Reisen. Wir waren auf Reisen. Aber was genau?
Was also ist Reisen? Ich habe mich das gefragt. Die Volkskunde nach Bausinger hat das Thema ziemlich gut aufgearbeitet. Man sieht hier Sotetorp und das ist in der Nähe von diesem Gerum. Es sind Übergänge. Das Thema Reisen ist mannigfaltig, läuft aber immer wieder auf sogenannte Übergangsriten hinaus. So, und jetzt muss ich hier auch nochmal einhaken. Van Gennep hat nicht über Übergangsriten gesprochen, sondern von Übergängen in Riten. Das ist ein Unterschied. Er beschreibt das zum Beispiel auch, dass es Riten gegeben hat, wenn Leute weggegangen sind und wiedergekommen sind. Das gab auch damals schon Reiseriten. Ja, das ist also ein transformativer Prozess. Wichtig, Transformation. In der Vor- und Frühzeit sakrosankt. Kein Mythos funktioniert ohne transformatives Element. Das ist ganz, ganz wichtig. Transformation findet von Stein in Metall statt. Von Holz zu Brot, von Getreide zu Brot. Eucharistie ist eine Transformation. Und Menschen können sich auch sozial transformieren. Die britischen Legenden berichten von Leuten ohne sozialen Status, die sich durch das Reisen nach oben gearbeitet haben. Das ist ganz wichtig. Die ersten Wikinger gingen auf Fahrt, weil sie die soziale Hühnerleiter hochfallen wollten. Was hat das jetzt mit UFOs zu tun? Ne? Gute Frage. Das habe ich nämlich gefunden. Bin nach Schweden gefahren und dachte mir, nee, UFOs gibt es da keine. Keine Chance. Dann habe ich das in Aspenberget gefunden. Muss dazu sagen, ich bin selber Mitglied in einem UFO-Forschungsverein im GEP. Ich kenne das Solid Light. Ich kenne so einiges anderes. Und hier haben wir den Reisekontext wieder. Aber was ist denn das für eine Reise? Wenn ich hier Punktscheiben habe und die Menschen schweben, Schiffe haben, Reise, und die Menschen schweben mitten im Wasserstrahl, mitten im Licht. Offiziell heißt das Ding Springer. Warum heißt das Springer? Ich muss als Wissenschaftler Differenzkriterien anschleppen. Also seit 2014 wissen wir, dass das Mädchen von Evgett irgendwie im Schwarzwald unterwegs war, 2-3 Mal. Man achte bitte mal auf das Röckchen, das ist nämlich für diesen typologischen Vergleich des Springers verantwortlich. Und man achte bitte auch auf die Scheibe, auf diesem, ne, das ist das Gürtelornament. Deswegen heißt das Ding der Springer. Der Springer springt aber nicht, der schwebt. Im nächsten Kontext haben wir tatsächliche Springer, wo ganz woanders. Springen ist ja für Seefahrer naheliegend irgendwie. Man hat auch gesagt, das könnten Schamanen auf Geistreise sein. Weiß ich nicht, also Schamanen springen nicht rückwärts, das geht so. Ich mache das selber. Das passt also auch alles nicht. Und das Grab hier, das passt überhaupt nicht. Das stammt von ungefähr 8000 vor Christus, ist aber so ein Schamanengrab. Mit dem Ertrinken hat das also auch nichts zu tun. Gesprungen ist der junge Mann auch nicht. Und das ist mir so ein bisschen ergangen. Es gibt da noch eine Figur. Habe ich lange übersehen. Und was mit Schamanismus zu tun hat, wir wissen das von Eliade. Wir haben Bäume, die als Himmelsleitern dienen, die nach oben gehen. Das ist die Leiter, die ein Baum sein kann. Ja. Den sehen wir hier nicht, den sehen wir woanders. Den sehen wir nämlich hier. Das ist Axum, ein Felsbildareal namens Frängstad. Das ist leider schwer zu fotografieren, aber wenn man davor steht, sieht man die Milchstraße. Und genau in diese Milchstraße eingepasst ist ein Schiff ohne Besatzung, ohne Zählzeichen und ein Wagen. Ich sag mal so, der Wagen, okay, merken wir uns jetzt mal. Reise innerhalb der Milchstraße, ohne Zeit, merkwürdig. Und da sehe ich natürlich keinen Stiersprung von Kreta, der kommt dann im nächsten Bild. Das gehört ja alles zusammen. Um mal den Vergleich zu haben, den gibt es in Wittlicke. Das ist der Stiersprung von Kreta von Wittlicke. Ich habe da mal eine Karte drüber gelegt, weil ich da gerade am Arbeiten war. Das passt relativ gut. Wir haben da das Mittelmeer in der Bronzezeit in Wittlicke. Ja,
Aber was ist mit dem schwebenden Wagen? Das hat alles, das ist alles sehr, sehr durcheinander, ne? Aber alles, diese schwebenden Figuren sind keine Springer. Sie springen nicht über Stiere. Sie machen keinen Schamanenflug. Sie gehen nicht ertrinken. Nein, nichts. Aber um auf den Wagen zurückzukommen, es gibt nämlich ein sehr kurioses Wagenbild auf dem sogenannten Diesenberg. Das hier ist der Diesenberg. Der ist in der Nähe von Asperberget, hat ein Hochplateau. Es gibt da viele Hochplateaus. Das ist einer, da würde ich den Kollegen gerne mal hinschicken und Portale ausmessen lassen. Das kracht richtig da oben. Dieser Diesenberg ist also auch ein Felsbildareal. Nur über die Diesen wissen wir nichts. Also ich habe bei Simek nachgelesen, da gibt es nichts. Es sind Frauen, die wie Menschen, aber eben doch keine Menschen sind. Es gibt Diesenopfer, das ist bekannt, das ist dieser Blatt. Es ist ein Erscheinungs- und Wohnort dieser Diesen. Wer diese Diesen gewesen sind, wissen wir nicht. Sie sind nicht in der Mythologie erhalten wie Elfen, Halbgötter, Kobolde. Die sind verschwunden, also müssen die tatsächlich existiert haben. Es sind Erscheinungs- und Wohnorte. So, und das erste Bild ist hier dieses Wagenbild. Da sind ganz, ganz viele kleine Wägen drauf. Deswegen habe ich ganz, ganz viele kleine Rädchen rumgemacht. Dieses Wagenbild in dieser Art kommt in ganz Schweden nur zweimal vor. Das gibt es also nicht oft. Das erzählt eine kryptische Geschichte in Verbindung mit Rädern, Personen und vermutlich Sternen und erinnert die Archäologen an das Kultwägelchen von Arolshausen. Das ist in Franken. Das ist ungefähr 20 Kilometer von meinem Wohnort weg. Ja, das ist so eine Mini-Urne mit Leichenbrand, eine reisende Leiche sozusagen. Und es wird immer gerne vergessen, dass es da Beifunde gab, nämlich zwei Bronzescheiben. Ich erinnere nur mal an das Mädchen von Efket, ne? Ein paar Meter weiter findet sich das hier. Wir haben wieder eine schwebende Person, keine Ringkreis-Grafik. Es ist aber auch kein Geistwesen. Aber guckt euch mal das Muster an. Auch hier schwebt wieder nach was nach oben. Und am Ende der Straße, für mich damals ziemlich der Knaller, also ein ganz berühmtes Bild, wieder die Punktscheibe. Ich bin damals bei Regen dort gewesen und da fällt die sehr auf. Die ist nicht ausgemalt, die ist nur da und man sieht sie nur, wenn es regnet. Deswegen ist das so brutal. Vergleicht das mal mit Asperberget. Es gibt da auch noch andere Scheiben, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Das gibt es also öfter. Rad, Wagen, Scheibe, fliegt, Entführung, meine Güte. So, und diese Art Punktscheiben gibt es öfter. Es findet sich im Handlungszusammenhang auf einem Felsbild von Quille. Auf dem Endstück einer jeden mysteriösen Lyre, da hätten wir die Sache mit dem Ton, die wir eben schon hatten. Wir haben das Gürtelornament. Wir haben die Verlehren, so nennen sie das im Mainfränkischen Museum. Und dann haben wir noch andere Dinge aus der Bronzezeit, nämlich Keramikscherben, die aus Franken stammen. Ich habe die zum ersten Mal gesehen und dachte mir, scheiße, das Ding sind doch UFOs. Sage ich jetzt nichts drüber. Also die stammen aus unterschiedlichen Fundzusammenhängen. Das eine ist aus Aschaffenburg, das andere direkt vor meiner Haustüre, die gibt es in ganz Oberfranken. Was diese Objekte bedeuten, weiß man nicht. Man weiß es einfach nicht. Sonnen sind es auf jeden Fall nicht, sonst gäbe es keine drei Punkte, sonst gäbe es keine Kreuzzeichen. Dann habe ich mich nur gefragt, so, was haben diese Scheiben jetzt mit Schweden zu tun? Es gibt auch in Schweden welche. Auf Bornholm, in Dänemark. Die stammen aus der schnurkeramischen Zeit, aus einer schnurkeramischen Siedlung. Das sind jene Bootachsleute, die von Zentraleuropa gekommen sind und über die Schweden und die Norweger hergefallen sind. Was die bedeuten, weiß man auch nicht. Aber wir haben das Thema der Reise. Die Leute sind damals massiv unterwegs gewesen. Wir haben das Thema der Transformation. Was hat das jetzt mit diesen Felsen zu tun? Ja, Entführung. Das ist alles in den Reisekontext eingebettet. Die Scheiben sind in den Reisekontext eingebettet. Die Felsen sind in den Reisekontext eingebettet. Was das mit Masselberg 2, das ist das mittlere untere Bild,
sowas Ähnliches haben wir auch in Valcamonica zu tun hat. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf Litzlewi, auf dem Litzlewi-Fels, sind die Scheiben selbst auf Reise und haben keine Strichzeichen. Wieder das gleiche Ding wie Wrengestad. Da fliegt es durchs Universum. Warum fliegen diese Motive durch den Himmel? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich rate, die einfachste Erklärung ist ja gerne die beste. Ich finde das ziemlich eindeutig. Ich enthalte mich da aber des Kommentars. Ich überlasse das euch und der zukünftigen Forschung. Ich finde das sehr eindeutig. Und ich bin der Meinung, dass wir hier einen Sichtungskontext haben, dass wir hier einen Erfahrungskontext haben, der parallel läuft mit schwedischen Sagen und Legenden, die damit ansatzweise datierbar sind, und zwar rund 2000 Jahre nach hinten. Das heißt, wenn wir heute davon ausgehen, das Entführungsphänomen oder das Sichtungsphänomen ist eine Frage der Industrialisierung, möchte ich das doch ganz arg in Zweifel stellen. Das gibt es länger und nicht nur über die Legende. Das sind die Erzählungen, die dazugehören. Und das war's. Ich danke fürs Zuhören.